wird nur noch schlimmer Oh, werden. ich war dabei. Ja, gut. Treff dich jetzt mal hier, ne? Dein Alchemilla-Bauer so. Komm sofort. Ja, du kannst Tränke und Gifte herstellen, indem du zwei oder mehr Zutaten kombinierst, die über eine gemeinsame Wirkung verfügen. Okay, Zutaten. Ja. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Scheiße, ich habe nur eine Bärenklaue. Ja, da muss ich leider beenden. Tut mir leid. Dann gehe ich wieder zu dem. Wir haben Zimmer und ich suche Essen. Nach Arbeit. Wisst auch Getränke. Etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Tötet den Banditenanführer in Redorans Zuflucht. Okay, also jetzt habe ich schon mal zwei Ziele. Jetzt mal, habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Jetzt muss ich mit dem Ganzen sprechen. Wo erfahre ich mehr über Magie? Wollt ihr euch in die Luft sprengen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Okay. Dann gehe ich mal raus jetzt hier. Ich habe jetzt ja hier eine Menge Aufgaben bekommen schon, aber wir sind noch nicht fertig, glaube ich, in der Stadt. Oh, Nacht. Schönes Bild, muss man sagen. Düster, aber ein schönes Bild. Ja, jetzt gehe ich mal hier entlang. Hey, du. Braucht ihr eine neue Klinge? Achso, das war unser Schmied. Mhm. Ja, was ist hier? Ey, cool, was ist das? Für ein Haus, hier soll ich reingehen. Öffne Holz und Gerdus Haus. Okay. Gucken wir mal, was da abgeht. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger seht. Was kann ich für euch tun? Ja, Gerdo, ich soll hier, ne? Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und reist dann nach Norden. Ihr werdet Weißlauf auf dem Hügel sehen, wenn ihr an den Wasserfällen vorbeikommt. Ja, was könnt ihr mir über den Flusswald erzählen? Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei ja auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Gut, danke. Bis zum nächsten Mal. So, was gibt's bei dir? Ein neues Gesicht. Und ein hässliches noch dazu. Nichts für ungut. Du Arsch, ey. Der Teig ist auch du Arsch. So, erstmal hier, Ralof. Haltet die Augen offen. Warum solltet ihr hingerichtet werden? Das wisst ihr wirklich nicht. Das war Ulfric Sturmmantel höchstpersönlich. Okay. Oh ja, Ulfric Sturmmantel. Genau. Der Anführer unseres Kampfes gegen das Kaiserreich. Stimmt. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie er aussieht. Sie kennen ihn nur von den Steckbriefen der Kaiserlichen. Aha. Wie seid ihr zu kaiserlichen Gefangenen geworden? Ich war Ulfrichs Leibwache zugeteilt. Wir waren unterwegs nach Dunkelwasserkreuzung, im Süden von Ostmarsch. Okay. Die Kaiserlichen haben uns schon erwartet. Ein schön eingefädelter Hinterhalt. Wir waren mindestens 5-1 in der Unterzahl. Ulfric befahl uns, den Kampf einzustellen. Wollte wohl nicht, dass wir alle umsonst sterben. Ich dachte, sie würden uns südwärts bringen, nach Syrodiil. Uns vor dem Kaiser zur Schau stellen. Aber dann haben wir in Helgen Halt gemacht und den Rest kennt ihr ja. Ja. Wie tritt ich den Sturmmänteln bei? Ulfrics Hauptstadt ist Windhelm, nordöstlich von hier. Ihr solltet euch zuerst an Galmar Steinfaust wenden, Ulfrics rechte Hand. Er kümmert sich um die neuen Rekruten. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen, sollte ich vor euch in Windhelm eintreffen. Dann noch, wie komme ich von hier nach Weißlauf? Haltet euch einfach nordwärts. Ihr könnt es nicht verfehlen. Okay. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf. Jarl Balgruuf hat sich immer noch nicht für eine Seite entschieden,
Also solltet ihr unterwegs zumindest keinen Kaiserlichen begegnen. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Eine Weile hier oben bleiben. Wir sind immer auf Stufe 1, Mann! Ey! Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wie... Ja, ist gut, Ralof. Gibt's hier noch irgendwas? Da geht's jetzt wieder irgendwie raus. So von Gebäuden und so. War... Ach so, da hinten war noch was. Da... Hier war doch vorhin irgendwo eine. Aber die wird jetzt wahrscheinlich in ihrem Häuschen sitzen. Und da oben zeigt mir auch ein Haus an auf der Karte. Hä? Ich geh jetzt mal einfach hier zum Schmied. Öffnen. Geh mal in ihr Haus. Kann ich euch helfen? Ah, hallo. Papa sagt, dass ich zum Netz... Ach, das ist die böse Tochter. Hier. Alva und ich, wir haben eine Tochter. Die kleine Dorte. Ja gut, kann ich hier benachten? Schlafen? Du kannst nicht in einem fremden Bett. Na gut, dann gehe ich wieder. Tschüss. Muss ich mir wohl doch dieses Zimmer drüben mieten. Ja, wo war das jetzt wieder? Weil das da, in der Taverne, sage ich jetzt mal, im schlafenden Riesen hieß er, ja. Da konnte man sich ein Zimmer mieten, das mache ich jetzt gleich mal. Ich meine, wir müssen uns ja gut vorbereiten, bevor wir hier die erste Aufgabe machen und diese Goldklaue zurückbringen. Wieder der Singende. Der ist... Oh! Entschuldigung! Wir haben Zimmer und Essen. Scheiße, ich habe aus Versehen geklaut. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Wo ist es? Ah, hier. Gib mir ein Humpenbier. Schließen. Kommt sofort. Ja, wieso darf ich dann... Verstehe ich nicht. Ich darf hier im Zimmer sein, aber... Ich darf hier nicht lesen, der Niedergang. Boah, hier kann man ja richtig die Bücher komplett durchlesen anscheinend. Achso, die haben sie schon so kurz gemacht, okay. Nee, aber müssen wir jetzt nicht lesen. Ich denke, ich schlafe jetzt mal. Was? Ich darf... Eigentlich müsste ich doch... Ich habe das Zimmer gekauft, oder ist es oben? Ja, komisch. Komisch. Hallo, wo geht's her? Ja, das ist die Tür nach draußen. Öffnen, Holztür. Ah, mein Zimmer. Oder? Ja, lang ausruhen. 7 Stunden schlafen. Tier das. Soll Dienstag sein, oder wie? Du erwachst und bist gut ausgeruht. Schön, schön. Sind wir jetzt wieder im Tag so? Also am Tag oder nicht, dass es wieder Nacht ist? Oh Leute! Es ist jetzt 4 Uhr morgens, ne? Und ich muss warten, bis die eine da aufgestanden ist. Die hier arbeitet an ihrem Holzzeugs. Ein Holzbeil. Ja, hier so ein Steg anscheinend. Ja gut, wir gucken jetzt mal kurz hier rum. Dann sprechen wir mit der einen. Was soll ich benutzen? Kann ich da jetzt arbeiten oder wie? Oh, ja, ne? Ja, du schaffst es ja auch. Wie krank. Dort liegt schon ein Baumstamm zum Sägen bereit. Wir nutzen Hebel. Und jetzt wird das Holz klein gesehen. Ey, hier ist ja richtig ja Service und hier ist schon Technologie ohne Ende.
Ja, okay. Ah, jetzt sieht man es. Was ist jetzt, wenn es jetzt durch ist? Was kann ich dann mal machen? Wir nutzen Holzstab. Wir nutzen Holzstapel. Okay, also kann ich jetzt hiermit nichts machen? Nee. Ganz gerade kein. Hä? Nee, ich wollte nicht noch ein drauflegen eigentlich. Okay. Fail. Naja, okay, dann lassen wir ihn jetzt hier liegen so. Dann haben wir schon mal ein bisschen Arbeit gemacht. Wenn wir jetzt irgendwie selbst Holz hacken, können wir hier nicht. Nein, doch. Hackklotz. Können wir jetzt hier. Cooler wäre natürlich, wenn wir jetzt selbst mit unserer Maus bzw. mit unserem Controller hacken müssten. Das wäre auch cool. Feuerholz. Ah, okay, da kriegen wir jetzt Feuerholz für. Wenn wir dann irgendwo so ein Feuerchen machen wollen. Alles klar, alles klar. Naja, jetzt bleibt uns zwei Möglichkeiten. Also hier hoch geht's anscheinend. Was ist denn dieses eine Zeichen da? Oh, was ist denn das? Ist das ein Wolf? Oder ein Hund? Stump! Hey! Bellt mich nur an, der blöde Sack. Aber hier ist immer noch dieses Zeichen. Wieso? 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 Muss ich hier jetzt irgendwie noch was machen in dem Haus? Also schon, ne? Das hat auf jeden Fall gerade zu. Naja, wir könnten ja auch erst später jetzt wieder herkommen und könnten erstmal runterlaufen nach Winterfeste oder wohin auch immer. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Ich schau mal schnell unsere Rüstungen an. Wir geben uns mal also einen Eisenkolben und da eine Eisenkriegsaxt. Wie viel hat die Schaden? Die hat 9 auch. Das Schwert hat... Rechts, links. So, dann. Und Rüstung muss ich noch schauen, habe ich vergessen. Bekleidung. Ja, für Magie, das brauche ich jetzt nicht. Ich habe jetzt noch nichts Wirkliches. Offiziershelm, Stiefel, Rüstung und. Ja. Würde ich sagen, laufen wir erstmal jetzt los. Packen wir erstmal die Waffen weg und guck mal, was uns auf dem Weg hier so begegnet. Können wir einfach rüber. Wow. Ja, sogar tauchen. Hallo! Du blöder Käfer da! Kannst mir gar nicht antun. Schlammkrabben-Chitin. Also die Ding hier, ne? Meine Krabbe. Oh, hier wird schon langsam ein wenig düster, aber die Atmosphäre und ich finde die Landschaft hier ist richtig geil. Das lohnt sich schon hier durchzulaufen. Schon Hammer. Ja, und ihr seht hier oben, kommen schon wieder Nachrichten. Ich muss mich das nächste Mal auf beschäftigt stellen, so dass mich. Oh, au! Wolf! Entschuldigung, also so, dass sie mich hier nicht mehr nerven, ne? Dass hier nicht mehr oben was kommt, falls euch das jetzt stört. Also, zwei Leuten weiß ich schon, die sagen, na komm, das könntest du doch mal wegmachen. Könnte ich. Ja, ich weiß. Ah, und hier unten ist dann schon was. Hier irgendwas halt, ne? Da laufen wir jetzt einfach mal hin. Au! Ey, nicht! Nee, der rennt weg. Habe ich jetzt keine Lust, den hinterher zu rennen? Ey, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Hier ist schon eine schöne Burg. Und hier... Ey, da hinten ist irgendwas mit einem Riesen. Riese! Warte! Da werden welche angegriffen. Riese! Juhu! Damit wäre das erledigt. Ihr seht stark aus. Kommt nach Jovaska und werdet ein Gefährte. Ich glaube, ich muss noch etwas üben. Wer sind die Gefährten? Die Gefährten sind meine Familie. Wir kämpfen, damit andere nicht kämpfen müssen. Wir bringen uns und den anderen Ruhm und Ehre. Warte kurz, ich möchte erst das... Ihr schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden.
Ja, warte mal kurz. Ich möchte kurz den Riesen durchsuchen. Eisenpfeil noch. Also was meinst du hier? Hallo, du Jäger. Ihr schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Okay, gegen Bezahlung. Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ja, sprich mal an, Fritz. Jetzt habe ich so viele Aufgaben. Was wolltest du noch, mein Herr? Ich bin hier, um zu helfen. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, was ist das jetzt hier oben? Das ist einfach nur so eine kleine Hütte. Dann gucken wir mal. Dann Mühle und so ein paar Häuschen. Und dann gehen wir mal hier hin gleich. Wenn wir hier sind schon. Und können... Ah! Hallo! Wartet! Ich Mich? Kenne euch doch! Bis zum nächsten Mal! Er kennt mich, aber sag bis zum nächsten Mal. Aktivieren Mühlrad. Okay. Ach so, bestimmt, weil ich geklaut habe vorhin. Aber anscheinend macht er mir jetzt nichts mehr, weil ich doch lieb bin. Aufschließen. Na, aufschließen wollen wir es nicht. Ja, hier oben seht ihr die fette Burg. Da möchte ich jetzt mal hin. Aber davor noch schnell darüber gucken, was bei den Häusern los ist. Das ist auch wieder nur so... Aha. Ein Stall und Pferde und... Soll ich euch mitnehmen? Was wisst ihr über Weißlauf? Nun, ich weiß, dass die Gefährten hier beheimatet sind. Ihre Methalle, Jorvaske, ist das älteste Gebäude der Stadt. Ah. Oh. Und es gibt eine schlimme Fehde zwischen zwei Familien. Den Clans der Graumähnen und der Kampfgeborenen. Seid dort lieber vorsichtig. Den Rest erzählen euch die Bewohner. Ich würde beim Wirt in der beflackten Meere oder beim Schlossvogt beginnen. Ja, danke. Bis dann. Geht's jetzt da rein? Stelle von Weißlauf. Okay. Also hier kann man sich dann... Nee, stehen möchte ich's nicht. Ich habe die schnellsten Rosser in Gang. Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Keines von ihnen ist älter als 9. Und das jüngste ist 6. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist 7 Jahre alt, aber in guter Verfassung. Und es hat viel Temperament. Ja. Wir haben ihr den Namen Königin Alfsigre gegeben, oder kurz Ali. Ihr könnt sie aber nennen, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Okay. Kann ich ein Pferd kaufen? Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. 1000! Ja, gut, ich gehe erstmal. Reitet schnell wieder. Weil 1000 für ein Pferd? Achso, nee, auf diesen Moment nicht. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Das scheint der Eingang zu dieser Festung zu sein, Weißlauf. Ja, da läuft schon wieder immer noch der Kerl hier. Ihr seht stark aus. Ja. Hallo? Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt nach Jorvaskra, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch geht. Achso, ja, das ist auch eine von den Gefährten. Also gut. Heute liegt Blut in der Luft. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ihr solltet mal Gemüse bei Carlotta kaufen. Ja, gut, ich gehe weiter. So, jetzt sind wir hier anscheinend, ja, das ist so ein kleiner Voreingang. Halt! Ah. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung.
Ich habe Nachrichten von Helge über den Drachenangriff. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Danke! Redekunst verbessert. Auf Stufe 16. Öffnen. Ja gut, wir sind im Eislauf. Aber mich wundert, dass wir immer noch nicht Level 2 sind. Wir müssen jetzt langsam mal aufsteigen eigentlich. Naja, gut.